Wenn man jetzt viel Fläche hat, die man mit so einem Planierbalken eben machen muss bzw. einbauen, ist das auf jeden Fall eine richtig geile Sache, das Ding. Nämlich gerade am Schwader. Jetzt der Schmiernebel wieder hinkommen. Also dass es da noch nichts Besseres gibt, wie immer mit dem Holz zu arbeiten. Ich glaube, da gab es vielleicht mal was im Original. Aber das ist immer das Problem, weil es halt nach rechts rüber hängt. Aber wenn du weißt, wie das abhängen muss, kriegst du weg. Ne? Könnt ihr gerne mal unten reinschreiben, falls ihr da irgend noch einen anderen Tipp habt, wie man die Heckmähwerke noch besser abhängen kann. Das ist alles wie... Schon wieder Fliege. Und damit herzlich willkommen zum neuen Farmvlog bei uns auf dem Kanal. Ja, wir sind auf der Baustelle unterwegs, also hier drüben einmal mit dem Schlepper und mit der Mulde. Und ich baue jetzt noch wegen Material hier ein. Wir haben schöne Vorschmischungen hier liegen, die wir quasi jetzt hier auf die richtige Höhe bringen. Wir haben jetzt hier überall mit Schnüren abgeschnürt und bauen jetzt quasi auf einen Zentimeter genau das Material ein. Ja, ich mache euch jetzt einen Zeitraffer mal hier, dass ihr mich mal hier mit dem Planierbalken arbeiten seht. Ich habe jetzt heute Morgen angefangen mit dem normalen Planierlöffel. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, jetzt probiere ich mal hier den Planierbalken aus und schaue mal, ob ich eher schneller bin oder was für mich Vor- oder Nachteile jetzt hierbei nochmal rausspringen. Ich denke jetzt... Gerade jetzt hier vorne, da haben wir haben quasi immer in diese Richtung eingebaut, immer so 4-5 Meter breit, sag ich mal. Also das waren jetzt drei Streifen, vielleicht erkennt man das, da vorne ein Streifen, dann hier ist die zweite Schnur hinterm Rüttler und dann hier jetzt den dritten Streifen. Ja, da vorne halt eben ein kleines Eckchen. Ich denke, da bin ich sicherlich schneller gewesen mit dem Planierlöffel, weil der... Planierbalken hier auf jeden Fall wahrscheinlich zu breit wäre für das Ganze, aber ich probiere das jetzt hier mal aus und dann schauen wir mal, wie schön es wird. Und ja, ich mache jetzt einfach mal einen Zeitraffer und dann könnt ihr euch das Ganze mal angucken.
also das ging jetzt ordentlich schnell, also auf jeden Fall schneller, wie wenn ich es mit dem Löffel gemacht hätte. Einfach halt, weil wir 2 Meter Breite da vorne dran haben. Und ja, also ich würde sagen, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Da fahre ich jetzt einmal mit dem Rüttler drüber. Und dann werden wir hier von links nach rechts mal abschnüren und nach der Höhe gucken. Ja. Und ja, dann kann es vielleicht noch sein, dass wir noch 1-2 Zentimeter auf oder runter müssen. Aber jetzt für mal schnell, ja, grob ist es eigentlich gar nicht. Also es sieht wirklich super aus. Also für einmal schnell einbauen, war jetzt relativ schnell mit dem Planierbalken. Ja, das hier habe ich jetzt gemerkt, okay, das ist jetzt wegen, das kriege ich mit dem Löffel schneller, beziehungsweise, was heißt schneller, auf jeden Fall sauberer hin. Einfach, weil der nicht so sperrig ist wie der Planierbalken hier in dem Eck. Und aber ansonsten, wenn man jetzt viel Fläche hat, die man mit so einem Planierbalken eben machen muss, beziehungsweise einbauen, ist es auf jeden Fall eine richtig geile Sache, das Ding. Ja. Ich bin gespannt, was in diesem Farmvlog alles noch zu sehen gibt, aber wir sind jetzt hier auf jeden Fall die Woche noch fleißig auf der Baustelle und da schauen wir jetzt, dass wir unseren Parkplatz hier fertig kriegen. Ja, morgen ist noch wegen Baggerinspektion, was geplant ist, und dann gucken wir einfach mal, was noch passiert. Vielleicht schalte ich nachher nochmal die Kamera ein. Es ist jetzt ziemlich warm geworden, wir haben 30 Grad ungefähr draußen. Und die Bildschirme flackern, ich bin mal gespannt. Ich hoffe, das sind wirklich nur die Bildschirme und nicht die Aufnahme. Und ja. Ich muss jetzt auf Material warten. Das da vorne war der letzte Haufen quasi von der Forschmischung. Da werden wir dann aber allerdings erst morgen wieder Material holen. So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Farmvlog von uns. Wir sind gerade kurz vorm Schleppergeflüster eigentlich. Und ich habe mir gedacht, ich nehme jetzt mal ein paar Sachen auf. Wir sind nämlich gerade am Schwader. Jetzt der Schmiernebel wird da hinkommen. Ihr seht schon wieder, der Vater, der ist schon dabei. Und mir ist aufgefallen, ich weiß nicht, ob das der ein oder andere kennt, aber auf jeden Fall diejenigen, wo mit ihrer Familie zusammenarbeiten und oder vielleicht sogar auch mit ihrem Vater zusammenarbeiten, gibt es immer so ein paar Vorurteile, die man jetzt schon weiß, dass es stimmt. Ja, nicht Vorurteile, aber halt so Fakten. Das ist, der Papa kann A, alles besser. Aha. B, der Papa kann alles alleine. Aha. Ich kann es nicht. Aha. Wenn ich einen Knopf versuche zu drücken, dann mache ich das falsch. Wenn der Papa drückt, dann ist es richtig gewesen. Aber wenn es bei ihm nicht funktioniert, wenn es bei ihm dann aber nicht funktioniert, dann ist es nicht seine Schuld, sondern die Schuld des Schleppers und oder des Anbaugeräts. Aha. Und so könnte ich noch stundenlang weitermachen. Also du stellst mich jetzt schon wegen sehr schlecht da. Ich stell dich nicht schlecht da. Wie oft habe ich dir jetzt schon den Arsch gerettet, indem ich dir gesagt habe, wie es funktioniert mit meiner unermesslichen Erfahrung, die ich in den letzten 30 Jahren erworben habe? Das habe ich ja nicht bezweifelt. Ich habe nur gesagt, dass es manche Dinge gibt, die ziemlich viele nachvollziehen können. Und ja. Aber wie gesagt, wir sind jetzt gerade am Schwader schmieren, beziehungsweise macht es gerade der Papa, weil... Ich ja nicht kann, kannst du nicht Nein. sagen. Nee, siehst du, da kommt schon wieder durch. Also irgendwo habe ich auch recht. Ich habe meine ganze Arme hier so verbogen. Ich war das eben nicht, weißt du? Wer ist in Schwader gefahren? Ja, wer hat denn da wieder den Baum getroffen auf der linken Seite? Und dann die Arme nicht immer rausgemacht, wieder gerade gemacht? Nein. Das sind heller mir jetzt wieder gelassen. Ne? Also ich kann beruhigt sein, ich bin dieses Jahr genau eine Bahn Schwader gefahren. Und das war wahrscheinlich gerade die Ominöse. Nein, nein, ich weiß, wer das war. Und zwar war das der Jonas, der an das Schild gekommen ist. Gott sei Dank ist. Haben wir den Jonas. Ja, das ist alles, du schiebst ja alles auf ihn. Ich? Ja. Dein Knie ist kaputt, weil er das Klimaanlage angemacht hat. Da haben das wir das Schnelllevel verloren, wir haben verloren. Ja, wir müssen eine neue dran. Wir haben verloren. Also, es ist schon wieder lustig bei uns beiden. Ja. Aber wir haben jetzt auch den Schwader fast fertig geschmiert und dann geht's nämlich los. Könnt ihr jetzt noch meine Finger im Gesicht abschmieren? Nee. Ja, alles perfekt. Weißt du, ich habe mir Handschuhe geholt, damit meine Finger eben nicht so aussehen. Ich habe einfach mehr Gefühl in deiner ohne Handschuhe. Und Papa sagt immer, Handschuhe anziehen dauert 1 Million Jahre. Ja, wenn, dann mache ich es irgendwie halt im Winter, wenn es mir ein Tent friert und es eisekalt ist, dann ziehe ich vielleicht noch mal ein paar an. Aber
Im Sommer, weiß ich nicht, da finde ich immer irgendjemanden, den ich in den Arm nehmen kann. Nee. Nicht mit mir, mein Lieber. Also, herzlich, wir gehen jetzt schwaden. Ja, wir gehen jetzt schwaden. Ich zeige euch nachher noch ein paar Aufnahmen von außen. Mach es nicht leer, dass wir noch Strom in der Schleuer geflüstert. Genau, das wollte ich gerade sagen. Und dann nimmst du es hier mit, komm. Was soll ich deine Hand nehmen? Ja, ich gehe jetzt meine Hand putzen. Ich wollte gerade sagen, soll ich die abschrauben? Immer alles weg, was wir da. Ja. Glaube ich schon. Also, wir sehen uns später wieder. So, wir haben es mittlerweile geschafft, aufs Feld zu kommen und das Schleppergeflüster ist auch schon in der Kamera drin. Wer sich es noch nicht angeguckt hat, könnt ihr auch jetzt noch angucken. Das kam ja schon am Freitag. Der Sonntagsvlog ist ja jetzt dann auch schon oben, wenn ihr das seht. Das ist alles immer so ein bisschen kompliziert, wenn man so überlegt, wann wir das drehen und wann es hochgeladen wird. Ne? Jetzt habe ich gerade schon wieder innerlich gedacht. Der Leser sagt wieder, ihr könnt jetzt gucken und das ist ja eigentlich schon lange durch. Ja, wenn sie diejenigen noch nicht geguckt haben. Ja, natürlich kann man auch mal wegen rückwärts blättern, weil wir jede Menge hübsche Videos. Ne? Ja. Ja, das Schleppergeflüster, vielleicht für die es noch nicht gesehen haben, geht es um Übergabe vom Betrieb und all den Jungen, wie kann all den Jungen zusammenarbeiten in der Landwirtschaft. Ist das ein erfolgreiches Konzept oder ist es nicht? Und ich glaube, wir haben es interessant dargestellt und auch gezeigt, wie es bei uns ist. Mhm. Ja? Also von daher bestimmt interessant für euch mal reinzugucken. Ja. Jetzt sind wir noch ein bisschen unterwegs. Wir haben sozusagen unseren eigentlichen zweiten Schnitt, wo wir hier rumfahren. Also es ist nicht mehr viel auf der Wiese. Aber sozusagen, halt, wir haben sie auch spät gemerkt, ne? Ja, weil wir einfach so spät mit dem Heu waren, ne? Ja. Aber man macht jetzt eben ein bisschen Tabula Rasa. Wiese ist halt einfach schöner, wenn sie mehrmals gemäht ist, ne? Ja, einfach auch, um auch gewisse Unkräuter zu vertreiben, die jetzt keine Vielschnitte mögen, ist es eigentlich ganz gut, die einfach ein bisschen im Zaum zu halten und so, dass man halt auch wieder sagen kann, man hat das Gleichgewicht zwischen Gräsern und Kräutern. Ich denke, insgesamt muss man vielleicht auch mehr über Nachsaat nachdenken, ne? Ja. Dass man da auch guckt, jetzt kommt da so ein blöder Holzstück, den nehmen wir nicht mit, den lassen wir liegen. Dass man da einmal ein bisschen auch immer wegen Nachsaaten und macht und die Qualität der Wiese einfach zu erhalten. Mhm. Und ich denke auch, man muss es auch anpassen, was man ernten will. Also für was man es macht. Bei uns ist ja die Ernte eigentlich für Pferde. Also ein relativ mageres Heu, was wir brauchen. Kein energiereiches, starkes Futterheu. Aber trotzdem wollen wir natürlich einiges an Ballen machen. Ja. Am besten ohne, dass wir halt Haufen Kilometer über die Wiese fahren müssen. Ne? Mhm. So. Also von daher, Dünge ist auch schwierig, weil das meistens ja auch so Landschaftspflege, wie nennt sich denn das? Ja, FFH-Wiesen. Ja, sind das oft, also da darfst du dann auch nicht wirklich FFH-Wiesen oder in LPR-Verträgen zum Beispiel, sind Landschaftspflegeverträge. Ja, würde mich auch mal interessieren, was, wenn ihr so Verträge habt, wie macht ihr das da mit der Düngung? Kann man da was machen oder kann man da nichts machen? Ich glaube, bis zu einem gewissen Maße ist es erlaubt, aber eigentlich sind meistens diese LPR-Verträge mit Magerwiesen abgeschlossen. Und Magerwiesen bedeutet ja eigentlich keine Zufuhr vom Fremddünger, nur der vom eigenen. Okay. Also zum Beispiel Gras, was nicht gemäht wurde, oder nicht was nicht gemäht, sondern was gemäht wurde und drauf liegen gelassen bleibt. Oder gemulcht wird. Da muss sogar fragen, oder? Ob man es machen darf. Ich glaube es auch, aber da bin ich mir auch nicht zu 100%. Also das könnt ihr uns ja mal unten reinschreiben, da wären wir mal interessiert dran, ein bisschen schlauer zu werden. Ja? Also irgendwo habe ich das Gefühl, wir müssen was tun. So ist natürlich unspaßig, ein zweites Mal zu schneiden. Ne? Ja. Fürs Amt ist es jetzt in Ordnung, glaube ich, dass sie sagen können, ne, es ist zweimal gemäht worden, die Altgrasstreifen sind jetzt auch wieder weg. Ne? Und es wurden neue Altgrasstreifen sozusagen hinterlassen. Ja, aber finde ich auch wichtig, weil die Altgrasstreifen natürlich die Deckung für die Hase und für die Tiere ein bisschen noch gibt. Und wenn alle, bei uns ist das ja so, wir kommen ja alle mit einer großen Mähwerke und zack, bums, liegen alle Hektar auf einmal am gleichen Tag am Boden. Ja? Und dann ist ja auch keine Deckung mehr da. Ne? Also ich finde es eben auch wichtig, dass man da auch unterschiedlich arbeitet. Das sind alle Landwirte miteinander das abhauen jetzt. Ja? Ja. Sondern dass halt einer sagt, ich lasse mein Zeug nur ein bisschen stehen. So war es jetzt eigentlich bei uns im Heu, dass wir halt relativ lang stehen lassen haben. So, und die Wiese drumherum sind alle abgeräumt worden. Mhm. Und dann ist trotzdem noch Deckung und auch Nahrung für die ganzen Insekten und alles da gewesen. Ne? Wenn ja. halt alles weg ist, ist auch kein Blume mehr da. Genau, und war halt auch eben, wie du sagst, der Schutzfaktor da. Ja, ist jetzt noch nicht so viel Absicht hinter dran gesteckt. Wir haben natürlich auch wenig Zeit gehabt, weil wir in der Ernte festgesteckt waren. Ja. Ja.
Wir waren halt auch mit anderen Sachen noch viel beschäftigt. Und auch die Wetterverhältnisse haben dieses Jahr einfach dazu beigetragen, dass wir persönlich einfach später geheult haben. Ja gut, die anderen hätten es schon geschafft. Ne? Die hätten halt die 3 Tage genutzt und halt Vollgas gegeben. Ja. Und wir haben halt auch noch Kunde gehabt, die wir machen hin müssen in der Zeit. Genau. Ne? Wo wir halt eine Ahoi irgendwo auch versorgt haben. Trotzdessen fand ich es eigentlich toll. Schau mal, die Margarita, wo jetzt da unten steht. Ne? Das brauchst du jetzt nicht zeigen, das glaube ich uns, dass da Margarita steht. Ne? Also da ist jetzt in deiner Altgrasstreife stehen das wunderschöne Margarita drin. Das ist da, man hat natürlich jetzt schon Spaß dran. Ne? Und wenn man die jetzt stehen lässt, dann vermehren die sich da auch wieder. Ja? Ja. Und das ist natürlich schon was Tolles. Ja? Ja, und das hat man natürlich nicht, wenn man jetzt 5-mal Gras schneidet im Jahr. Ne? Dann hast du ja, bei uns ist auch 5-Schnitt-Nutzung sehr selten. Wenn man keine Gülle haben, ne? Und ja. Wasser hätte man vielleicht, ja, Wasser haben wir auch nicht überall auf allen Standorten, aber sagen wir mal, man könnte schon mehr ernten, wenn man jetzt halt richtig Gülle drauf tut und das Gras halt richtig explodiert. Das ist aber da ja nicht der Fall. Ne? Ja. Und trotzdem haben wir eine tolle Grasmischung. Ich denke auch gerade so fürs Pferdefutter ist dieses Extensive natürlich schon was Tolles. Mhm. Und es muss aber natürlich sauber sein. Da kommt das Kreuzkraut raus und so. Ja? Da muss man wirklich sich Mühe geben, dass man da halt nichts drin hat. Ne? Und also schöne Kräuter drin. Und das meine ich auch, sowas muss man auch sehen. Mhm. Und da müsste man ein bisschen mehr Mühe geben, um das in die Wiesen reinzukriegen. Und auch gerade so Plätze, ich mache das oft, wenn ich sehe, da hat es jetzt schöne Blumenbestand oder schöne Kräuterbestand. Ich lasse ihn stehen und lasse ihn aussamen. Ich mähe drum rum. Ne? Mhm. Also die Entscheidung, die nehme ich mir beim Mähen quasi raus. Ja? Auch wenn ich habe das schon gehabt hier, dass sie mir anrufen, hey, Olli, warum möchtest du das jetzt stehen lassen? Ja, das hättest du doch jetzt auch noch mehr können, das ist doch gutes Gras. Ne? Ja. Ja, weil für mich war das im Moment jetzt die Entscheidung zu sagen, hey, das ist jetzt Gras, was ich fördern möchte, was ich vermehrt auf meiner Wiese. Ja. So. Was soll ich mal zeigen draußen? Wir machen dünne Schwädle raus irgendwie im Moment. Ich drehe euch mal ganz kurz um. Und dreckige Scheibe haben wir auch, ne? Ja, also wir haben jetzt gerade, wie gesagt, wirklich nicht so den sauberen Scheibenschlepper dabei. Aber ihr seht, es liegt nicht sonderlich viel da. Und das bisschen, was da liegt, wird da hinten gerade zu Mini-Schwädle formatiert. Ja, ich glaube, du täuschst dich. Ich würde jetzt sagen, es gibt auch noch irgendwelche 3 Baller oder so auf dem, was weiß ich, 3-Hektar-Stück. So viel zum Thema, ja, ja. Nee, also es gibt irgendwas, aber es gibt nicht viel. Ich meine, wir haben ja auch, wann haben wir denn geholt? Vor nicht mal einem Monat, oder? Oh, ich denke, das ist so 5 Wochen, 6 Wochen. 5, 6 Wochen ja, ist da auch Fuchs jetzt. Ja, also da seht ihr auch nochmal den Altgrasstreifen, was der Papa gemeint hat. Und was will man jetzt aber ernsthaft davon erwarten, von so einem hohen Gras? Also kann man jetzt halt noch nicht so viel erwarten. Ja, aber es sind aber schöne seht, Kräuter drin. Ich wollte gerade sagen, ihr seht, es ist eine bunte Mischung dabei. Oder was heißt bunte Mischung? Es ist eine Mischung dabei. Es sind Kräuter viele also dabei. Also was fehlt in Leguminose? Ich würde jetzt hier ein bisschen... Obwohl da auch ein bisschen Klee mit bei ist, ne? Ja, aber viel ist selber nicht. Nee. Und ich glaube, das ist auch das, was dann aus der Luft und Stickstoff bringen könnte für die anderen Gräser. Ja. Vielleicht müsste man in die Richtung noch ein bisschen denken, was man da machen könnte. Also würde mich auch mal eine Mischung interessieren, wenn ihr da was habt. Was ihr da auf diese Magerstandorte macht, vielleicht irgendwie mit Leguminose, um auf die Wiese ein bisschen noch sehen können, wäre echt interessant. Die Grünland-Profis unter euch. Genau. Und jetzt nicht immer nur die Grünland-Profis, die halt 5 Schnitte machen im Allgäu. Ne? Also oder 6 oder 7. Ne? Angepasst auf unsere Standorte, bitte. Ja, und wir, denke ich, machen den jetzt noch fertig. Ich glaube, den hast du noch gemacht, die Wiese, oder hast du noch einen gemacht? Ja, noch 2 kleine hinterher. Noch 2 kleine hinterher und dann läuft so, dass es sich rentiert, dass man auch herfährt und halt ein paar Baller holt, dass man nur wegen einem Baller her muss. Ne? Aber mir ist jetzt eigentlich um die Hygiene gegangen, dass die Wiese sauber geschnitten ist, dass auch der LPR-Vertrag beinhaltet halt auch 2-mal schneiden im Jahr. Ne? Mhm. Und das muss man halt irgendwie einhalten. Ich meine, dafür kriegst du auch ein paar Euro. Ne? Ja. Also ich weiß es nicht, wie es in anderen Bundesländern ist, ob ihr das auch habt. Würde mich auch interessieren. Ich glaube, es wurde mal gesagt, dass die dafür kein Geld kriegen. Echt? Aber ich bin mir nicht sicher, ob es das Thema war oder was anderes. Aber ich finde jetzt insgesamt gerade dieses LPR mit 500 Euro, was du bekommst vom Amt, plus die normale 170, 80 oder was man so kriegt, Prämie, ne? Mhm. Ist das gar nicht so ganz schlecht für eine Wiese, ne? Wo man jetzt so wenig eigentlich Arbeit hat damit, ne? Ja, und wie gesagt, also wir haben es jetzt auch nicht so, dass wir es selber für unsere Fütterung von unseren Tieren bräuchten, sondern eben nur zum Verkauf. Und da schauen wir dann halt einfach drauf. Das gut, jetzt das Futter, weiß ich nicht, ob man das so richtig Verkauf bringen. Also da werden wir halt auch unsere Schafe füttern. Ja, aber ich meine halt vom ersten Schnitt. Ja. Rede ich jetzt
speziell, dass wir da halt schon drauf achten, dass es natürlich dann gutes Futter ist, wenn wir es dann auch verkaufen wollen. Ja, das würde mich auch mal noch interessieren. Kann man es schaffen, mit einem zweiten Schnitt auch noch so ein Heu oder ja, ein Futter im Prinzip hinzukriegen, was man Pferde füttern kann, ohne damit ein bisschen so Bauchfett zu haben? Ich habe ja zum Beispiel immer gedacht, wie du vorher gesagt hast, das ist jetzt geämt. Das ist kein Heu mehr, das ist geämt im zweiten Schnitt. Ja. Aber ich habe jetzt schon irgendwie, ich weiß nicht, ob ich das vielleicht auch falsch verstanden habe, aber ich habe das jetzt bei vielen auch Agrarinfluencern jetzt gesehen mittlerweile, dass die am dritten, vierten Schnitt sind und dann gesagt haben, sie machen jetzt nochmal Heu. Und das hat mich dann verwirrt. Ja, also das gilt es einfach dann auch mal noch aufzulösen, würde mich auch interessieren. Also ich muss auch dazu sagen, ich war jetzt nie so diejenige, wo tief in dem Grünland-Thema drin war. Ich bin halt eher in dem Ackerbau-Thema drin und ich glaube, das sind wir beide halt. Ja gut, ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn die Pflanze halt richtig ausgreift ist und Saatgut bildet, ja, oder so dann, also nicht in der Blüte, sondern halt relativ spät, wäre dann eigentlich schon wieder der Heustandard. Nur halt vielleicht kürzer, keine Ahnung. Ja, also klärt uns auf. Genau. Würde gerne zulernen. Und wir sehen uns später nochmal. Jo. Dass es da noch nichts Besseres gibt, wie immer mit dem Holz zu arbeiten. Ich glaube, da gab es vielleicht mal was im Original. Aber schon immer das Problem, weil es halt nach rechts rüber hängt. Ja, aber wenn du weißt, wie das abhängen muss, kriegst du es weg. Ne? Ja. Könnt ihr gerne mal unten reinschreiben, falls ihr da irgendeinen noch einen anderen Tipp habt, wie man die Heckmähwerke noch besser abhängen kann. Ja, wir hängen jetzt hier einmal alles ab. Dann kommt hier wieder der Frontlader dran, damit wir unsere Heuballen, wo wir jetzt diese Woche gemacht haben, heute noch einfahren können, ins Trockene bringen. Ja. War diese Woche alles wegen nebenher. Ich glaube, vom Schwaden gab es ein paar Aufnahmen hier auf jeden Fall. Und ja, jetzt ist Heu auf jeden Fall fertig. Ein Teil davon auch schon gepresst. Und ja, das holen wir nachher zusammen. Dann nehme ich euch wieder mit. Jetzt richten wir als erstes mal alles. Die Presse müssen wir auch noch mal richten. Die geht heute Abend noch in Siloballen-Einsatz. Ja, vielleicht gibt es da auch noch ein paar Aufnahmen. Mal gucken. Also bleibt gespannt. Sauber, ja? Ja, bin wieder sauber. Also Leute, einmal nur grob zwischendurch sauber machen. Hat ein paar Vorteile. Einmal, es liegt jetzt nichts drin, es kann jetzt wirklich was heiß werden. Ich komme jetzt an die paar Stellen dran, die ich schmieren muss. Sind nicht viele Stellen, aber ein bisschen was ist. Und ich kann gescheit Öl auffüllen, ohne dass ich irgendwie halt Schmodder irgendwie runterkratzen muss. Was man zu der Presse sagen kann, es ist ganz wenig Dreck drin, also an unserer Krone. Mhm. Sind alle Blech so schräg nach unten montiert wie Trichter, die füllen sich auf, die muss losschrauben, muss wenig raus. Ist, ja. Also ich hab's. Also zum Diesaubermacher macht schon mehr Arbeit. Klar, machen tun wir das auch relativ regelmäßig, dass man halt wirklich auch gleich wegen am Morgen
sieht, ein wenig drüber gucken kann. Das ist ja auch wichtig, ne? Dass man ein wenig den Überblick hat, wie sähe die Kette aus. Da habe ich jetzt gerade eine, die Sache mal hier, schauen wir die. Wenn du da reinguckst, die ist jetzt total versifft hier, ne? Mit einem Haufen Staub drin. Mhm. Du siehst, dass quasi der Abstreifer schon Öl bringt, aber mehr Staub halt da ist. Ne? Ja. Ja, und auch so wie die Kette dann aussieht, sieht man schon, ob die halt trocken laufen oder ob das gut eingestellt ist. Also das ist jetzt so weit für mich jetzt noch in Ordnung. Wir haben auch Teilkette, wo ein bisschen tropft, da könnte man es ein bisschen zurücknehmen. Man kann übrigens jede einzelne Schmierleitung für sich verstellen. Wusste ich gar nicht. Ja, doch, muss, aber ja, was ist. Und guck mal, hier kannst du sogar noch deine Hände waschen mit Seife. Hände waschen mit Seife, Seife. Da ist auch noch Seife drin. Drin, ne? Ja, ist auch Wasser drin, wollte ich gerade sagen. Das ist nämlich. Also, das ist natürlich toll gelöst, ne? Ja. Also, von daher, die Presse hat jetzt deutlich über 1000 Balle gemacht, 1200, glaube ich so, ja. Ein bisschen was haben wir jetzt noch? Heute haben wir jetzt noch Heu und Silage. Mhm. Und jetzt machen wir so einen kurzen Zwischendurchcheck. Ich fädle nachher noch die Folie hinter ein, dass wir halt Folie dabei haben. Nehme hier noch Folierolle mit, ne? Also, das ist jetzt so eine leere, ne? Dass wir das aus, wenn wir es da mit heimbringen. Ich stecke auch immer der Abfall oben rein, dass wir das haben. Da ist jetzt nichts drin, aber das habe ich in der anderen Rolle drin. Ne? Also was Abfall ist, stecke ich dann oben rein. Mhm. Auch die Kartonsfahrer wieder mit nach Hause, sodass man halt nichts auf der Wiese lässt. Ne? Es sind ja auf jeden Fall genügend Halter da. Ne? Da kann man auf jeden Fall einen Tag mitfahren. Einen Tag kann man durchfahren, wenn man voll hat. Auf jeden Fall, ja, ja, ganz klar. Also eine Rolle sind etwa 20 Balle dahinter bei achtfacher Wicklung. Ne? Mhm. Wir wickeln immer achtfach. Die meisten wollen das so, ja. Und dann ist halt einmal Auffülle hinter, sind halt diese 40 Balle. Und was auch wichtig ist, dass man halt gleich große Rolle drauf hat. Sonst springst du halt wirklich. Das läuft halt einmal da, einmal da. Einmal mehr einmal raus. Da, ne? Also ja. Und das Problem ist dann immer mal, wenn dann mal eine Seite abreißt und du mit einer Seite kannst du auch wickeln, den Balle. Ne? Aber dann ist der eine schon wieder wegen schwächer von der Folie her. Ne? Und du also willst ja dann auch nicht irgendwie eine Folie, die jetzt noch ein paar Ballen drauf hat, wieder ins Loch reinstecken, weil du wieder gleich auffüllst. Das ist dann auch blöd. Ja, also so, ja man leer. Sollte halt gucken, dass sie gleichmäßig leer werden. Dann kann man immer zwei eigentlich miteinander wechseln. Das wäre der Idealfall. Ja. Kriegst du aber nicht hin. Also, ja. Aber versuch so gut wie möglich. Ich versuche so gut wie möglich, das hinzukriegen. Ja. Was man machen kann, das vereinfacht einem die Arbeit halt. Ne? Du musst halt einmal mehr absteigen. Mhm. Ja? Okay, ja. Also jetzt mal die Presse fertig richten und dann. Geht's rüber in. Dann pressen wir, ne? Ja, dann geht's rüber bei uns noch ein paar Heuballen machen. Die wir jetzt die Woche gemäht haben und vorgestern geschwadet haben. Ja, das schon. Und. Ja, jetzt machen wir die noch zusammen. Also da haben wir jetzt einen Elbehälter, ne? Den kannst du jetzt auch mal kurz zeigen. Ja, das ist jetzt so nach dem Tag, ist ja fast leer, ne? Ich zeig's mal. Klar, das sind jetzt am Tag, sind dann so, was haben wir denn gemacht? 400 Baller rum, ne? Also da füllen wir jetzt mal 3 Liter wieder oben ein. Da sieht die Welt auch gleich schon mal anders aus. Mhm. Das machen wir jetzt.
Ja, eins wollte ich hier euch auf jeden Fall noch zeigen. Ich finde halt einfach dieses Gesamtpaket Fendt-Schlepper und Fendt-Presse, das sieht halt echt geil aus. Und ja, die zweite Fendt-Presse, die uns wirklich überzeugt hat, also er macht wirklich super Dienste, echt zuverlässig. Und allein wie ruhig die läuft, das ist schon der Hammer. Wenn man jetzt so im Vergleich mal die Kettenpanzerpresse nimmt und jetzt die Bänderpressen, sind schon wahnsinnig, wie ruhig die sind. Da kannst du auch mal noch abends oder so irgendwo am Wohngebiet dein Heu pressen, ohne dass es jemanden stört oder ja. Also echt cool, was so die Technik und was das alles wie schon wieder fliege. Ja, die Technik, wie die auf jeden Fall vorangegangen ist, geil zu sehen. Ja, und genau so fing es letztes Jahr hier mit unserem YouTube-Farmvloggen an. Ja, ich habe quasi das erste Video beim Siloballenpressen gemacht, mit dem Vorgängermodell von der Presse. Und ja, schon cool das jetzt zu sehen, ein Jahr später. Ich habe gerade erzählt, dass wir ja vor einem Jahr eigentlich genau mit der Maschine angefangen haben. Farmflug, ja? Ja, mit der, am Siloballenpressen, ne? Ja, aber jetzt natürlich nicht mit der, sondern mit dem Vorgängermodell. Ja, ja. Aber das ist schon cool, ne? Ja. Ja, so dreht sich das Ganze halt immer wieder im Kreis rum. Ne? Landwirtschaft ist halt auch immer Wiederholung, ne? Ja, jedes Jahr. Also das sind so ganz extensive Flächen, die wir noch sauber machen für die forstliche Versuchsanstalt. Da werden jetzt aber auch Bäume gepflanzt, ne? Ja. Noch gleich dazu sagen. Also da sieht man zum Beispiel hier Samenplantage. Ja genau, Robinien-Samenplantage nennt sich das sogar. Das sind auch seltene Robinien, obwohl man eigentlich meint, das sind irgendwie so Pionierholzarten und Unkraut, ne? Und trotzdem wird da Samen gewonnen, ne? Ja. Und ich meine, jetzt kommen irgendwelche Linden. Jetzt okay. Also das sind die nächste Fläche, deswegen machen wir die jetzt sauber für die. Also im Prinzip schauen die jetzt, welche Bäume kommen jetzt mit dem jetzigen Klima halt, welche Sorten am besten klar wahrscheinlich. Ja, ich denke, die haben Bäume gefunden, die gut klarkommen oder überhaupt gut funktionieren, und diese Bäume vermehren das Saatgut hier. Ja. Ah. Also so denke ich, muss man sehen. Okay. Ja, also ich weiß noch, drüber ist schon mal eine Anlage stand. Ich glaube 10 Jahre lang oder noch länger haben sie dann eine Fichte. Immer den Kopf abgeschnitten, weil das war also Fichte, die kam damals aus der DDR, also aus dem Osten von Deutschland, ja. Wo richtig extrem Industrie war, und die haben das überlebt, die Industrie. Ja. Also da war so Luftverschmutzung, bei uns haben alle von sauberer Rehe gesprochen, und das war halt eine Fichte, die war da top gesund, ne? Und die hätten wir da drüber so richtig gequält, einfach immer abgeschnitten, 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 und die kam jedes Jahr weiter. Also am Schluss war immer noch ein Baum da, ne? Also direkt, ja. So Sachen werden dann natürlich gemacht, deswegen auch forstliche Versuche. Anstalt, ja. Und halt unter anderem eben jetzt auch diese Samenplantagen, auch interessante Geschichte. Ne? Also da helfen wir meistens auch immer beim Bäumepflanzen oder auch Pflege, wo ich genau jetzt hier die Grundstücke halt vorbereite dafür. Ne? Ja, halt sauber zu halten, dass nicht überall die Ecken drin wachsen. Ja, sind schon wir können hier unser Heu pressen. Ist eigentlich für Pferde wirklich interessant, weil es halt echt extensive Bearbeitung ist. Noch nie wirklich Dünger hier auf den Wiesen gewesen. Ja. Also von dem her, ja. Schönes Heu auf jeden Fall. Ja, was halt immer wenig ist, sauber halten, Brombeeren und so, das wächst halt auch. Muss man halt auch einmal im Jahr oder so mit dem Mulcher durchfahren. Ja, Bedienung da drüben sehe ich halt gerade jetzt auch, sieht halt wirklich anders aus, wie es bei dem Vorgängermodell aussah. Ich denke, für mich wäre es jetzt auch erstmal einen halben Tag fahren, bis ich wieder wüsste, wo ich drücken muss. Ich bin ja relativ wenig dieses Jahr gefahren. Ja. Ich glaube nur wo wir hier das Badenwickel gemacht haben, die 5-6 Ballen. Mehr habe ich eigentlich noch die Werbung gar nicht gemacht. Ne? Ja. Genau, für die ZG. Ja. Wir haben eigentlich auch noch nichts gesehen davon. Ne? Ja. Wenn die schon was fertig machen, die sind nicht so schnell. Nee, die haben ja gesagt, das kann ja Monate dauern, bis die das. Die Fotos und Videos bearbeitet haben. Wahrscheinlich erst nächstes Jahr, ne?
Ja, also, wenn das nächste Werbung halt fürs nächste Netz. Also wenn du guckst, vom ersten Schnitt. Im Wassermeter, weil wir die Videos raushauen, ne? Ja, heute Film, morgen online. Da sind die echte Schnecke dagegen, ne? Ja, das stimmt schon, ja. Also unewig ist natürlich und das merkt er, wie wir da im Kamera rumfallen, ne? Ja. Aber das liegt halt an der vorigen Bearbeitung, da waren halt einfach Bäume drauf, ne? Ah, ja. Und die sind halt dann irgendwann gerodet worden und dann direkt auf das Rode halt dann auch. Ich denke, dass fast die Wiese allein gewachsen ist. Schon alleine gewachsen. Ne? Also da wird nichts gesät. Ja, nee, gesät haben wir noch nichts. Das ist also wild aufgegangen. Ne? Ja. Und Mähen hat die Wiese halt geprägt. Ne? Ja. Naja, also ich, wir gucken mal, wo wir uns jetzt gleich sehen. Wahrscheinlich beim Ballen holen. Und dann schauen wir mal, was der Vlog noch so mit sich bringt. Wir sind mittlerweile so ziemlich am Ende angekommen vom Heuballen sammeln. Ja, was heißt mir? Der 3.9er, ich fahre 3.9er, du quasi Ballenladen. Und der Vater ist hier mit dem 8.18er, mit dem Ballenhänger. Es geht einfach so ein Ticken schneller. Da mir oftmals. Oh, was ist denn da passiert? Der eine Ballen hängt wegen arg rum. Ja. Naja, geht schon. Drücke ich jetzt gleich nochmal ein wenig rein. Ja, es geht so ein wenig schneller, weil wir halt jetzt einfach nur Ballen zusammen sammeln. Da mal 3 Stück, da 4 Stück. Es ist eigentlich nie so, dass es jetzt den ganzen Hänger voll gibt. Und deswegen, wenn wir da zu zweit sind, ist es auf jeden Fall ein bisschen schneller. Ja, jetzt holen wir noch am Hof direkt noch welche. Und dann denke ich, dass wir uns nochmal kurz zum Abschluss hören. So, kurz nach 8:30. Ich hoffe, ihr könnt mich noch sehen. Ja, wir haben unser Heu fertig aufgeladen. Oh, ich glaube, das ist zu dunkel. Also hier vor mir steht der Ballenhänger mit den Heuballen. Ja, es waren jetzt so um die 40 Ballen rum, was wir jetzt nochmal gemacht haben. Ja, wir haben jetzt alle Wiesen quasi einmal gemäht, also wir sind mit unserem Heu, soweit ich weiß, durch. Ja, es könnte jetzt noch sein, dass wir vielleicht noch wegen Silo oder irgendwas noch machen, aber ich denke, wir haben jetzt schon bald, also wenn ihr das Video seht, müsste 1. September sein, also Anfang September auf jeden Fall. Und ja, da wird, denke ich, nicht mehr allzu viel gehen auf den Wiesen. Gerade weil wir halt diese extensive Wiesen haben, da ist der Aufwuchs oder der Nachwuchs natürlich nicht ganz so, wie wenn einer da Gülle drauf fährt oder Dünger streut. Und ja, heute Nacht gibt es jetzt auf jeden Fall keinen Regen, das heißt, wir können den Hänger hier stehen lassen, den mache ich dann morgen leer. Ich gehe jetzt an das Video schneiden hier, ich habe allerdings überhaupt keine Ahnung, wie lang das Video wird. Ich hoffe, es waren ein paar schöne Aufnahmen dabei, aber ich kann es jetzt überhaupt noch nicht einschätzen. Ja. Die nächste Woche kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, werden wir wieder auf der Baustelle unterwegs sein. Also der 724 ist hier auch schon gerichtet mit der Mulde. Ich glaube, ihr könnt gar nichts sehen. Das macht überhaupt keinen Sinn, was ich hier mache. Also 724 geht nächste Woche auf die Baustelle. Morgen ist der Siloballenpressen. Da geht der Papa morgen früh Siloballenpressen. Ich hoffe, dass ich ihm da eine Kamera mitgeben kann. Das heißt, dass ihr im Mittwochsvlog noch ein bisschen Siloballen pressen seht. Wenn nicht, auf jeden Fall wegen Baustelle. Ja, auf unserer Parkplatzbaustelle sieht es auch im Moment ziemlich gut aus. Ja, wir kriegen die auf jeden Fall, ich denke auch bis in einer Woche rum fertig. Dann zeige ich euch vielleicht nochmal das Ergebnis. Ich hoffe, euch haben die Zeitraffer heute oder der Zeitraffer heute mal gefallen, wo wir das Material eingebaut haben mit dem Bagger. Ja, wenn ihr sowas noch paar Mal sehen wollt mit dem Planierbalken, lasst mich gerne wissen. Dann werde ich jetzt auf jeden Fall noch ein paar Zeitraffer davon aufnehmen. Und ja, und dann würde man sagen, wenn euch der Vlog hier, der vielleicht kurze Vlog, gefallen hat, dann würden wir uns auf jeden Fall riesig über eine Bewertung freuen.
ja, lasst ein Like da, Abo da, Kommentar da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Farmvlog wieder. Ciao.